ihr Lieben, herzlich willkommen zu den Neuzugängen aus dem Januar. Mhm. Wir schauen, was frisch bei uns eingezogen ist, welche Bücher in unserem Regal oder vor dem Regal landen dürfen. Das ist bei mir eher so der Fall. Das kommt bei mir aus. Ach so. Ja, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß. Klingt nach Eskalation, Anja. Ja, ich habe so gedacht, wir hatten ja, also du hattest ja diesen Vorsatz und habe gedacht, der ist super, dieser Vorsatz, dann mach ich mit. Ja. Ja, hat nicht geklappt. Gucken wir mal, wie es im Februar ist. Ja. Ja. Ich war gut dabei. Du warst dabei und dann war's nicht mehr dabei. Mhm. Bei mir hat es geklappt. Echt? Ja. Wie viel hast du denn neu? Ja, also wir haben ja zwei Bücher zugeschickt gekriegt. Ja. Die gelten ja quasi nicht. Nein. Ich habe mir ein Buch gekauft, was nicht auf meinem Sub landet. Das gilt, finde ich, auch nicht, weil ich habe das nur so, als weil es so toll ist, gekauft. Ja. Und deswegen, ich habe zwei Bücher gekauft. Das war genau mein Plan. Ich wollte auch zwei Bücher kaufen. Ja, habe die, blöd wie ich bin, am Anfang des Monats gekauft. Ja, das habe ich echt versucht zu umgehen. Ja, das war der Kardinalsfehler. Und habe dann halt zwei Bücher gekauft. Ja. Und dann kam der Monat. Und dann kam ein Video von Christine. Du bist nämlich eigentlich schuld, Christine. Sag dir auch gleich warum, aber du bist schuld. Ja, okay. Ja, nur dass du schon mal weißt. Nur dass du das weißt. Ja, so ist es halt. Und dann kam halt noch Geschenke dazu, aber die zählst du da auch nicht zu, wenn es Geschenke sind. Ach so, nee. Ach, guck mal. Ja, hast du mir gesagt, dass ich auch das, richtig, nee, dass wir das so auch gesagt nicht. Haben, nicht Geschenke. Ich habe im letzten Monat, im letzten Neuzugängen-Video gesagt, dass ich Geschenke nicht dazu zähle, weil zu dieser Kaufregel. Was willst du denn da machen? Ja, also, wenn du jetzt ja, aber ich habe es trotzdem nicht geschafft. Ach so. Ich wollte dich retten, ich habe dir die Hand gereicht, jetzt bist du untergegangen. Boah. Nein, Christine ist schuld. Ja, natürlich, wer sonst? Nicht die Anja. Nein, Christine. Kein Fall die Anja. Nein, Christine. Ja, dann willst du anfangen. Ja, oder? Ich habe noch da unten was stehen, ich muss anfangen. Ja, hau rein! So, das erste Buch, was ich mir gekauft habe. Guck mal, ne? Ist von Durian Sukegawa, Die Insel der Freundschaft. Und das ist der Autor des Romans Rote Bohnen, Kirschblüten und Rote Bohnen. Wie lustig. Ich aber eben hochheben. Halt's mal hoch. Ja, weil das ist abgearbeitet. Ja. Weil ich habe mir das nämlich ja gekauft. Wir haben das ja, das hat Anja ja losgeschickt bei den 6 Büchern in 12 Monaten, die wir nicht wussten, wer welches Buch losschickt. Und Anja hat ja das losgeschickt. Und das fand ich ja so toll, dass ich es mir kaufen musste. Aber es landet jetzt nicht auf dem Sub, weil ich habe es ja gelesen. Aber ich finde es so toll, das ist so ein tolles Buch, was ins Regal gehört. Deswegen, auf jeden Fall. Ich wollte auch das Hardcover haben. Ich wollte hier auch das Hardcover haben, habe das auch extra in die Bestellung reingeschrieben. Es kam aber das Taschenbuch. Schade. Wo hast du es denn bestellt? Im Buchladen. So, im Buchladen. Ach so. Ja, okay. Hat mich gemerkt. Schade. Kann man nochmal sagen. Schade. Wenn das jetzt der absolute Knaller wird, dieses Buch, dann verschenke ich das und hol es mir als Hardcover. Ja, aber gut, so. Das kann man ja machen. Aber jetzt direkt zu, das kannst du ja nicht machen. So, aber ich erzähle euch mal, was hier geht. Hier geht es um den jungen Ryosuke, der seine Stelle als Koch verloren hat. Wir wieder einmal am Kochen hier. Und der nimmt einen Job als Bauarbeiter an und das mitten auf einer Insel im Pazifik. Und die Arbeit ist hart und einzig die Freundschaft zu zwei seiner Kollegen stellt einen Lichtblick dar. Und dann trifft er dort auf den alten Hashi. Und durch ihn bekommt Ryosuke eine Ahnung davon, wie sein Leben aussehen könnte, das ihn erfüllt. Ein Leben mit einer Aufgabe, im Einklang mit der Natur und ohne das stetige Hadern mit sich selbst. Ein Neuanfang. Bin ich sehr gespannt drauf. Dass er schreiben kann, hat er bewiesen, auf wundervolle Weise in seinem anderen Buch. Und jetzt möchte ich einfach noch mal was von ihm lesen. Kann ich verstehen. Ja, ja, deswegen. Das ist gut an. Bin muss gespannt, ich was du sagst. Ja. Werde ich im Auge behalten. Sehr gut. Ja, und wie gesagt, ich habe mir dann Kirschblüten und Rote Bohnen geholt. Einfach, damit ich das so als Buch bei mir habe. Es war zwar kein Highlight. Nee, Highlight war es nicht. Du hast 4 Sterne gegeben. Aber du hast schon gesagt. Ein Buch, was man nicht vergisst. Genau. Es ist so ein unvergessen. Also das, da weiß ich, werde ich immer eine Sache wissen in diesem Buch, um was es da ging. Und deswegen, das wird mir nicht so, nicht mehr so entgleiten. Deswegen
musste das jetzt einziehen, aber da es nicht auf meinen Sub kommt, finde ich, gehört es jetzt nicht. Nein. Also es ist, jetzt, die Challenge. Ist ja gelesen. Eben. Und hier geht es ja um drei Menschen, nämlich um Tokio, um Sentaro und um Wakana. Und die sind alle ganz unterschiedlich, weil die Tokio ist schon alt, der Sentaro ist ein Ex-Sträfling und Wakana ist noch ein Schulmädchen. Ja, und die drei verbindet eine sehr schöne Freundschaft miteinander und rote Bohnenpaste ist sehr wichtig in diesem Buch und ja, ich kann es euch allen nur ans Herz legen. Nur so dran lehnen. Und ich glaube, dass es auch ein guter Einstieg in die japanische Literatur ist. Ja, das glaube ich auch. Und ich habe den Film jetzt dazu geschaut. Ah ja, den will ich auch noch schauen, ja. Anja hat gesagt, das würde sich sehr lohnen. Absolut. Also ein ganz, ganz toller Film. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, gut, ist das Buch ja auch. Ist das Buch auch. Ich habe so geweint. Aber ich glaube, man weint wirklich nur, wenn man das Buch kennt. Ach so, echt? Okay, ja. Meinst du? Bei mir geht das immer so, weil ich weiß ja schon, ach so, was so ist. Verstehe. Und dann sind die Szenen teilweise intensiver. Mhm. Und ich habe, dank euch, einen Dorayaki gegessen. Oh, ehrlich? Und zwar im Rewe. Im Rewe? Im Rewe. Im Rewe selbst hast du ein Dorayaki gegessen? Da gibt es ja diese Sushi-Abteilung. Ja. Genau, und die haben auch Dorayaki. Leider nur in süß, nicht mit der Bohnenpaste. Ach so. War nur so mit so einer Zitronenfüllung und mit sowas anderem. Ja, ich will halt die Bohnenpaste. Das war darum ging es ja, ne? Ist halt so wirklich so ein Pfannkuchen. Bringt halt nichts, wir müssen irgendwann alle Fabian besuchen. So sieht's aus. Und dann muss die uns halt Dorayaki frisch machen mit roter Bohnenpaste. Was sollen wir da machen? Mit Ahn. Ne? Was sollen wir tun? Ja, da können wir nichts dran machen. Ja, dann habe ich mir ein Buch von meiner Wunschliste, weil ich dachte mir, komm Anja, holst dir zwei Bücher. Auf welche hast du Lust? Das nimmst du. Dann habe ich das geholt. Und zwar von Abi Dare, das Mädchen mit der lauternen Stimme. Und das gehört. Ja, ich nehme mich auch nicht. Hat mir die Christina irgendwann mal einen Screenshot von geschickt. Hat gesagt, Anja, hör mal, das ist ein Buch für dich. Und dann ist es auf der Wunschliste gelandet. Mhm. Hier geht es nämlich um die 14-jährige Anduni, die genau weiß, was sie möchte. Ist im Moment so ein bisschen Eichborn Verlag orientiert. Ja, und so Afrika und so, ja. Ja, ich merke es. Ja. Drift es voll ab hier. Entschuldigung, erzähl nochmal von vorne. Okay. Es geht um die 14-jährige Anduni, die genau weiß, was sie will. Sie will nämlich Schulbildung. Und denn das ist der einzige Weg für ein nigerianisches Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen Unabhängigkeit zu erlangen und halt sich ein Stück weit ihre Träume zu erfüllen. Doch stattdessen verkauft sie ihr Vater als dritte Ehefrau an einen deutschen älteren Morufu, damit sie ihn einen Sohn schenkt. Und Anduni flieht nach Lagos in der Hoffnung, dort in die Schule gehen zu können. Aber auch hier scheint sie zunächst kein Glück zu haben. Und es hört sich wieder nach einer sehr intensiven Geschichte an. Und ich finde die Romane, die gerade so in Afrika gerade spielen, mit der Rolle der Frau, ich finde es gerade unfassbar spannend und lese das so gerne, sodass ich mir diesen Wunsch jetzt hier erfüllt habe und mir dieses wunderschöne, dieses wunderschöne Buch gekauft habe. So. Mhm. Dann haben wir ein Buch zugesendet bekommen, nämlich von einer lieben Abonnentin hier, von der Nana, haben wir von Sharon Dodua Otto Adas Raum zugesandt bekommen. Und das wird wahrscheinlich auf einem der Subs landen. Bestimmt auf irgendeinem wird es landen. Ich glaube eher auf Anja. Ja, und hier geht es um Ada und ihre Geschichte erstreckt sich über Jahrhunderte, weil Ada ist nicht nur eine Frau, sondern sie ist mehrere Frauen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das wirklich personell zu sehen ist, aber es soll halt ein Abbild verschiedener Epochen der Zeit sein, wie Ada als schwarze Frau dort gelebt hat mit verschiedenen Einflüssen und verschiedenen... Stimmt, so war das. Jahreszeiten, also nicht Jahreszeiten, sondern Jahrzehnten. Genau. Ja, genau. Für Generationen, ja. So habe ich das jetzt verstanden. Diese Schleifen transportieren sie von einem Jahrhundert zum nächsten. Mhm. Also man durchlebt dann verschiedene Zeiten halt mit Ada. Ne? Und sie erlebt dadurch dann Elend, aber auch Glück, Frau zu sein. Und sie ist Opfer, leistet aber auch Widerstand und kämpft für ihre Unabhängigkeit. Also es ist so ein großes Bild, hörte es sich an. Ja.
Ja, es hört sich, also als ich das dann durchgelesen hatte, das stimmt. Wie so ein großes Bild, was dann gemalt wird dadurch. Ja. Verschiedene Epochen. Ich habe so ein bisschen, also so ein bisschen wie Heimkehren, allumfassender. Ja, dass man so einmal so einen Einblick rundum bekommt. Ja, ja. Genau. Mhm. Ne? Ich bin gespannt. Ja, vielen Dank. Mal sehen, wer es von uns zuerst liest. Und nochmal ganz, ganz lieben Dank dafür, dass du da an uns gedacht hast und gesagt hast, das könnte uns bestimmt interessieren. Ja. Ja, vielen lieben Dank. So, jetzt kommt die Geschichte von Christine. Christine hat ja ein Video gemacht mit dem Buchhändler. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Dann hat sie sich vor das Regal gestellt bei ihm und dann hat sie so die Highlights durchgegangen. Und dann haben die da ein Buch rausgeholt von einem Autor, den ich sehr, sehr mag. Und dann hat der Buchhändler gesagt, dass dieses Buch nicht mehr verkauft wird, dass es nur noch antiquarianisch gekommen ist. Siehst du, das ist meine Panik, für die immer alle fragen. Das ist meine Panik. Ja, die hat mich dann auch befallen. Schlimm. Obwohl dieses Buch an sich so jetzt so von der Story her nicht so zu mir passt. Aber der Autor ist einfach der Burners, nicht Matt Haig. Und er hat ein Buch, geschrieben, das heißt Die Redleys. Und das ist ein Vampirroman. Und Christine hat dieses Buch schon gelesen und fand es richtig gut. Das ist aber schon vor Jahren. Das ist auch schon, wie gesagt, das ist bei Reba habe ich es bestellt. Man sieht, dass es gebraucht ist. Aber ich hatte Angst. Ich hatte einfach Angst. 2010 ist es nämlich schon erschienen. Und Christine meinte nämlich, sie hat das damals gelesen, sie wusste nicht, wer Matt Haig ist. Und sie fand es richtig gut. Ein richtig gutes Buch, ein super Vampirroman. Ich meine, sie hat das auch zu der Zeit gelesen, als so die Bissreihe. Ja, wahrscheinlich, ne? genau, rauskam. Und ja, und dann hatte ich Angst, dass ich dieses Buch nicht mehr kriege. Und dann panische Bestellung bei Rebuy, nee, bei Medimops habe ich es, glaube ich, bestellt. Ich weiß nicht mehr. Irgendwann ist bestellt. Ich glaube, Medimops war es. Ja, und jetzt ist es da. Ich hab's. und ich freue mich. Genau. Und ja, das sind halt die Redleys, eine total verbissene Familie. Denn auf den ersten Blick wirken sie nämlich ziemlich normal. Der Vater ist nämlich Arzt, Mutter Helen kümmert sich um beide pubertierenden Kinder. Das sind nämlich Clara und Rowan. Und die Kinder wundern sich immer, Mensch, warum erstickt Peter fast am thailändischen Salat und warum nimmt jedes Tier Reis aus, wenn Clara in die Nähe kommt. Und sie wissen, weil die Kinder wissen das nämlich auch nicht, dass sie Vampire sind. Ja, und das Geheimnis wird jetzt halt Stück für Stück offensichtlich, denn sie sind nämlich abstinente Vampire. Und das soll halt so ein richtig, der typisch schwarze Humor von Matt Haig halt sein. Und ich möchte das einfach lesen, weil ich einfach mag, wie er Geschichten schreibt. Und ich brauche es in meiner Sammlung, sind wir ehrlich. Deswegen muss ich das bestellen. Okay. Have fun. Yay! Ach, du warst hier voll im Trip, oder? Ja, ja, sag ich gleich. Okay. Ja. Ja, dann hat die liebe Sarah Sophie noch an uns gedacht. Die hat uns nämlich drei Kameradinnen geschickt von Shida Basia. Ja, ich habe mich da mehr für interessiert als Anja. Hat Anja mich jetzt darauf hingewiesen. Ich glaube aber, dass auch Anja das ja, ich möchte das würde. Mit Sicherheit. Richtig. Und dass sie das bestimmt auch lesen wird. Da geht es ja um drei junge Frauen und ihre bedingungslose Freundschaft zueinander. Und es spielt, glaube ich, in Berlin. Oder zumindest irgendwo, wo Spätis sind. Sind überall Spätis oder ist das schon so Berlin? Das ist schon Berlin, ne? Ja. Würdest du auch sagen. Würde ich jetzt auch so sagen, ja. Ja, weil hier steht nämlich irgendwie nur, dass sie sich am Späti treffen. Deswegen gehe ich eigentlich mal von Berlin aus. Würde ich jetzt auch schätzen. Ja, genau. Und es geht halt wirklich davon darum, was es heißt, wegen der Herkunft immer und überall in Verdacht zu geraten und um eine Freundschaft und ein Bündnis dreier Freundinnen, die immer zusammenstehen, egal was kommt. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Mhm. Also ich glaube, Sarah Sophie hat es gut gefallen. Mhm. Aber es war wahrscheinlich kein Highlight, sonst wäre es nicht ausgezogen. Sonst wäre es nicht hier. Aber ich bin gespannt. Also es hört sich richtig, richtig gut an. Ja, hört sich auch. Ich glaube, es war auf der Longlist. Ich bin mir aber das Buch auch. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Short meine ich nicht, aber Long meine ich. Nee, Short nicht, glaube ich auch nicht. Aber Longlist, glaube ich, war es drauf. Ja. Bin gespannt. Und dann habe ich halt geguckt, was der Matt Haig noch so für Bücher hat. Ich Anja, du machst ja die Maike. Was ich habe auch so gedacht, wir haben uns drauf geeinigt, wenn man noch ein Buch von einem Autor da hat, das man nicht gelesen hat, wird nichts mehr angeschafft. Anja.
Muss ich dir das predigen? Ich muss dir das predigen. Du färbst so viel ab. Ja, ich merke das. Du übernimmst jetzt meine Marotten. Das ist ja schlimm. Schlimm, was ist los? Weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, was ist denn da los? Ich werde zu Maike. Ich sehe das. Was ist denn los? Das fehlt mir noch von Metall. Mach mal halblang. Anmerkung zu unserem nervösen Planeten. Habe ich noch nicht. Ist auch wieder so. War das jetzt auch im Ausverkauf oder was? Nee, ich habe halt gedacht, du bestellst ja gerade ein Buch. Ist ja Quatsch, nur ein Buch zu bestellen. Ja, na klar. Guck, das typische Muster eines Süchtigen. Und dann hat mir... Ach, Medimops hat mir das dann vorgeschlagen. Ja, na klar. Warum sollte Medimops dir das nicht vorschlagen? Und dann habe ich dachte, das andere hast du bei Reba gekauft. Nee, Wo warst du denn jetzt? Nee, ich war Medimops. Ich habe mich vertan. Das war Medimops. Das hört sich hier auch wieder so wie so ein Ratgeber-Sachbuch, so ein Mittelding wieder an. Nicht, das war das Ende. Denn hier geht es nämlich darum, dass wir in einem Zeitalter der Ängste und der übertretenen Schnelligkeit leben. Und manchmal könnte man auch meinen, alles geht jetzt den Bach runter und man ist irgendwie live overload. Und hier hat nochmal so ein bisschen so ein paar... Viele Bücher kauft zum Beispiel. Zum Beispiel braucht man auch Hilfe. Und hier ist so eine kleine Bedienungsanleitung für den eigenen Kopf, wie man in unserer irrwitzigen Welt es schafft, nicht den Verstand zu verlieren. Und nicht so viele Bücher. Ja, ein super Top-Zustand. Top-Zustand ist es. Top-Zustand. Ungelesen. Top-Zustand. Ungelesen. Neu. So, ich mache nochmal zwischen der Hike-Werbung mache ich mal weiter. Dann war ich im Buchladen, Kinder. Ende des Monats. Ich wusste, dass du das so ist. Zwei Bücher möchtest du haben? Natürlich möchte ich es sicher. Ja, sicher, war mir klar. Also das war für mich klar. Ja, für mich auch. Hanya Yanagihara zum Paradies. Das habe ich mir gekauft, weil geht nicht anders. Ja. Auch wenn ich von ihr zwar noch das andere, das Volk der Bäume, noch ungelesen hier habe. Das glaube ich, werde ich aber mal als Hörbuch versuchen zu hören. Musste ich das jetzt haben. Ich hoffe, dass ich es irgendwann demnächst mal lesen kann, trotz der Dicke. Sind ja auch wieder so dünn, da hinten, so wie bei Ein wenig Leben. Oh, das weiß ich gar nicht. Ja, es ist auf jeden Fall sehr dicht bedruckt auch. Ist wie bei Ein wenig Leben. Und das hat ja knappe 900. Ja. Ne? Kleines Schätzchen für zwischendurch. Ich habe noch keine Meinung jetzt nach dem Buch gehört. Ich nee, weiß, ich auch dass nicht. Viele es haben, aber... Viele wollen es lesen. Ja, aber eine Meinung habe ich noch nicht gehört. Ich möchte mich da auch gar nicht eigentlich groß beeinflussen lassen. Aber hier, was hinten drauf steht... reicht mir auch schon. Das Paradies war nie ein Ort für alle. Was bindet Menschen aneinander? Was würden wir tun, um die zu schützen, die wir lieben? Was passiert mit uns, wenn wir dazu nicht in der Lage sind? Wie viel Unfreiheit ertragen wir im Tausch gegen Sicherheit? Und was sind wir bereit zu verdrängen, um an das irdische Paradies zu glauben? Und hier erzählt halt Hanya Yanagihara drei Menschen, also das, die Schicksale dreier Menschen aus drei Jahrhunderten, die in einem Haus, glaube ich, leben, also nacheinander. Mm. Und ja, ich glaube, mehr weiß ich auch gar nicht darüber. Nee. Aber ich möchte auch gar nicht so unbedingt mehr darüber wissen. Ja, das muss ein Meisterwerk sein, weil sie verbindet da irgendwie auch die verschiedenen Jahrzehnte. Ah, okay, miteinander. Also ja, deswegen, also ich glaube, Wahnsinn das kann sein. Großes werden. Ja. Das Einzige... Dir gefällt das Cover nicht? Nee. Also ich meine jetzt nicht... Zeig mal. Aber ich finde es jetzt nicht so... Ich finde es schon irgendwie cool. Ja, es ist schon cool. Ich finde die Farben mega. Die Farben sind auch mega, das stimmt. Ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich ganz anders als Ein wenig Leben, ja. Das Volk der Bäume wohnt. Realistisches Foto drauf ist. Das ist ja gemalt. Und jetzt ist das hier gemalt. Naja, aber es ist... Ja, mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Ja. Also, darauf kommt es ja auch nicht an. Also nein, nein. Auf eine... Mach mal den Umschlag ab. Das hat doch damit nichts zu tun. Ich will jetzt mal sehen, wie das aussieht. Warum? Das ist schwarz. Ja, schön, mit so Gold. Als ob du den Umschlag ablässt. Nee, aber wenn ich das lese, mach ich den ab. Ja, aber dann machst du doch ein Ding drum. Ja, aber ich gucke mir das mal an. Oh, Anja. Entschuldigung. Ja. So. Ja, komm, geht weiter mit Matthäik. Damit es schnell vorbei ist, ein Jugendbuch von Matthäik, Echo Boy. Das hat er, ich weiß nicht, wann er das geschrieben hat. Ach, nix.
Ist auch ein Buch, was total gut zu mir passt. Ist nämlich ein, wie gesagt, ein Jugendbuch, was so ein bisschen Sci-Fi ist. Ja, voll mein Ding. Das ist voll Anjas Ding. Ja, ist Sci-Fi Ding. Ist total Anjas Ding. Das mag sie gern. Habt ihr ja schon öfter erlebt, dass sie da viele Bücher im Regal hat, was Sci-Fi so. Vampire, Sci-Fi. Ja. Die Anja erfindet sich einfach neu. Die Bissreihe mochte ich gerne. So, Audrey lebt. Die Bissreihe, wie lange ist das her? Ja, Audrey lebt in einer Welt, die von moderner Technik bestimmt wird. Ich bin echt erstaunt, Anja. Und in der künstliche Menschen, sogenannte Echos, darauf programmiert sind, jeden Befehl ihres Besitzers auszuführen. Doch eines Tages passiert das Unfassbare. Ein scheinbar defekter Echo tötet Audreys Eltern und sie selbst kann nur mit knapper Not zu ihrem Onkel fliehen und dort trifft sie auf Daniel. Und Daniel ist ein Echo. So, und ich muss aber sagen, lesen tue ich Sci-Fi tatsächlich nicht, aber ich gucke sehr viele Serien tatsächlich da drin und da bin ich schon immer auch geflasht. Ich weiß nicht, hatte letztens noch mit dem Mann eine Serie geguckt, da ging es auch um diese Roboter. Mann. Ja. Mit dem Mann von der Straße. Einem Mann. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein, lassen Sie uns eine Sci-Fi-Serie gucken. Da ging es nämlich auch um so Roboter, die Gefühle entwickeln. Und ich finde das schon spannend, muss ich schon sagen. Ich lese das nicht. Aber jetzt, Matt schafft es, dass ich das dann irgendwann lese. Darf ich so fragen? Nein, ich glaube nicht. Willst du jetzt so eine Matt Haig Sammlung machen? Auch wenn die dir nicht gefallen, bleiben die? Nee, wenn die mir nicht gefallen, gehen die wieder weg. Ach, dann gehen die wieder? Ja. Ach so. Bis jetzt gefällt mir alles. Ach so, aber also wenn die dir nicht gefallen, dann müssen sie auch wieder gehen. Ja. Du sammelst es nicht um des Werkes Vollständigkeit wegen. Nein. Gut, das war meine Frage. Ich bin jetzt auch fertig mit Matt. Nur falls einer schon abgeschaltet hat. Falls einer abgeschaltet, Andrea. Ich kenne jemanden, der abschaltet. Andrea, ihr kannst wieder. Ist fertig. So, ich habe mir dann als zweites Buch von Romy Hausmann Perfect Day ausgesucht. Das ist ja ein neuer Thriller. Ich weiß, er hat wieder nicht so gute Kritiken. Ach, echt? Ich habe schon ein paar gehört. Sachen gehört, die nicht so gut waren. Ist mir aber total egal, weil ich mochte nämlich beide gerne. Liebeskind und ich weiß nicht mehr, wie das andere hieß. Naja, das war durchschnittlich, aber es war okay, also und mal so zwischendurch. Ich finde einfach, Romy Hausmann hat einen unglaublich mitreißenden Schreibstil. Deswegen, also ich mag einfach ihr Schreiben auch gern. Mhm. Deswegen habe ich mir das als zweites Buch geholt. Und ich weiß nicht, worum es geht. Es geht darum, dass ein Mädchen verschwindet und dass rote Schleifen ihren Weg weisen oder den Weg weisen zu ihrer Leiche. Und der Täter ist halt unbekannt und irgendwann wird aber eines Abends ein berühmter Philosophieprofessor wegen Mordverdacht verhaftet. Also ich habe schon gehört, dass es nur durchschnittlich war. Ich habe jetzt nichts Schlechtes gehört, aber durchschnittlich. Aber das reicht mir auch manchmal. So, gerade so ein Thriller. Ja, ich finde auch. Ne? Schön. Alles gut. Finde ich auch mal gut aufgemacht. Ja, sind sie auch. Also von der Aufmachung kann man wirklich gar nichts sagen. Und immer noch dieses, fühl mal da drüber, dieses haptische. Ah, das finde ich super. Ja, das haben aber alle drei gehabt. Genau. Cool. Ich probiere es nochmal mit ihr. Wir wollten es vielleicht irgendwann mal in der Leserunde lesen mit Chiara und Anni eventuell. Mal sehen. Ja, jetzt habe ich es auf jeden Fall mal da. Ich muss das. Ich bin fertig. Ja, ich muss abtauchen. So, dann habe ich jetzt aber nichts mehr gekauft. Wollte ich nur sagen. Also jetzt habe ich nichts mehr gekauft, nur noch geschenkt. Ach so, okay. Na? Die also, zählen ja nicht. Ja, genau. Aber es waren halt nicht zwei Bücher, es waren halt fünf. Ne? Genau, dann habe ich noch ein verspätetes... Wenn der Mensch da nicht zwischengekommen wäre. Ja, das... So ist es. mein Patenkind, mein Großes, ich habe ja zwei, und die Große, die hat mir noch ein Weihnachtsgeschenk geschickt. Ein bisschen verspätet. Und zwar von... Das muss ich gucken. Lukas Ritschke mit der Faust in die Welt schlagen. Und hast du von dem Buch was gehört? Mm-mm. Nee, ich nämlich auch nicht. Hat mich total überrascht und es klingt nämlich mega. Hm. Richtig toll. Habe ich auch direkt gesagt, Anne Knaller. Genau, und zwar geht es hier um Philipp und Tobias. Die wachsen nämlich in der Provinz Sachsens auf. Und im Sommer flirrt hier die Luft über den Betonplatten und im Winter bricht der Frost die Straßen auf. Und der Hausbau der Eltern scheint der Aufbau neues Leben zu sein. Doch hinter den Bäumen liegen vergessen die industriellen Hinterlassenschaften der DDR. Und es schimmert die Oberfläche des Tages
Bausees hinter der Gleichförmigkeit des Alltags. Und es geht um Perspektivlosigkeit, in die beide fallen, Philipp und Tobias. Und beide gehen damit unterschiedlich um als die Flüchtlinge, nämlich kommen, um in dem Heimatdorf untergebracht zu werden. Und es ist ja eine Brüdergeschichte über ganz viel Wut und ein Ventil, das diese Wut sucht. Und das hört sich richtig gut an. Schwer. Schwer. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema, wo ich mich, glaube ich, auch sehr aufreiben werde, wenn ich das Buch lese. Aber ich finde es richtig gut und bin da sehr gespannt, was der Autor da gezaubert hat. Mich sehr gefreut an. Und dann hat noch meine Cousine, weil sie ja weiß, ich habe zu wenig Bücher, also die Mama von meinem Patenkind, noch ein Buch dabei gepackt. Von Daniel Kehlmann, ein Roman in 9 Geschichten. Habe ich auch noch nichts von gehört. Also von Daniel Kehlmann schon. Da hinten steht Ruhm drauf. Warum steht da Ruhm? Doch, Ruhm heißt er. Ruhm. Was habe ich denn gesagt? Du hast nur gesagt, ein Roman in 9 Geschichten. Aber habe ich Ruhm verpasst? Habe ich Ruhm gesagt? Ich weiß es jetzt auch nicht. Also, jetzt lass mich verwirren. Entschuldigung. Ruhm, oh, sorry. Nee, ich weiß, ich habe es wahrscheinlich auch nicht gesagt. Ruhm, ein Roman in 9 Geschichten. So. Ah, okay, weil. So. Also, sorry, ich habe nicht richtig aufgepasst. Nee, es kann tatsächlich sein, dass ich das jetzt ein bisschen falsch gesagt habe. Es kann schon sein. Ich habe so gedacht, ist das der Titel? Ein Roman in 9 Geschichten? Das ist ja auch mal originell. Das ist aber ein origineller Titel. Ich überlege gerade, Daniel Kehlmann kenne ich, glaube ich, auch, weil der schon mal auf der Long- oder Shortlist der stand. Der war schon mal mit... Ich überlege, Till, dieser so. Eulenspiegel-Roman, war er das? Ich recherchiere. Recherchiere du mal. Ich kann über dieses Buch auch gar nicht so viel erzählen, wenn ich ehrlich bin. Es steht halt drauf, ich muss lesen. Die Anja ist verwirrt. Ich kann das nicht gescheit vorstellen, weil das scheint ein Buch zu sein mit sehr vielen Kurzgeschichten. Es geht um mehrere Protagonisten. So, Maike, mach es geht um einen Schriftsteller mit der unheilvollen Neigung, alle Menschen, die ihm nahestehen, zu Literatur zu machen. Es geht aber auch um einen verwirrten Internetblogger, um einen Abteilungsleiter mit einem Doppelleben. Okay. Es geht auch um eine berühmte Schauspielerin, die aber lieber unbekannt wäre. Okay. Und es geht um eine alte Dame, die sich auf eine Reise in den Tod macht. Und ihre Wege alle kreuzen sich in einem Geflecht von Episoden zwischen Wirklichkeit und Schein. Genau, und alles hat was mit Ruhm zu tun. Alles hat irgendwie viele Wendungen und ja. Nee, hört sich gut an, ich konnte es jetzt aber nicht zusammenfassen. Es ist auch der Autor, der Till. Dem Roman über Till Eulenspiegel. Genau, ich hatte den damals irgendwie so auf dem Schirm, diesen das Roman. Das ist richtig. Hast du gut in Erinnerung. Und hätte ich jetzt gar nicht. Und deswegen, also habe ich mich auch gefreut, dass mir das geschickt hat, aber ich konnte es jetzt nicht zusammenfassen. Nicht schlimm. Mein Gehirn ist noch nicht genug bewässert, nachdem ich so krank war, glaube ich. Fehlt noch ein bisschen Flüssigkeit. Anja ist heute den ersten Mal wieder richtig dabei. Ich bin unter Menschen, versteht genau. Genau. Ja, dann geht's weiter mit den Geschenken. Ja, Geschenke. Das ist ein Buch, was bei der Maike auch auf dem Sub liegt. Mhm. Hat mir ihre Freundin geschenkt, die liebe Inka. Und zwar von Rainer Wynn, der Salzfahrt. Ich weiß halt nicht, ob wir es noch lesen. Aber sonst schön. Man hört so viel Negatives. Oh, ne? Hört nur Negatives. Ehrlich, obwohl es gibt auch Leute, die es mochten, glaube ich, aber... Du hast es ja schon eingeteilt. Nein. Das ist von Inka. Inka hat Markierung, gesagt, darf ich die drin lassen? Ich so, lasse drin. Ach so, ich dachte, jetzt weil sie fand eingeteilt. Halt schon auch da. Da war ja doch einiges auch dabei. Sätze, ne? Auch sehr gut. Ja, hat sie gesagt. Steht ja auf meiner Wunschliste, dieses Buch. Deswegen habe ich gesagt, ja komm, ich versuche das mal. Übrigens hat Inka es mir halt auch zum Geburtstag geschenkt. Genau, wir haben es beide von Inka. Ja, also anlesen werden ja, wir doch, auf jeden Fall mal, aber das stimmt tatsächlich, wir haben echt... Es war jetzt in letzter Zeit viele, also Inka fand es halt selber auch nicht komplett so gut und Vilja fand es nicht gut. Nee, Vilja, das wusste ich noch gar nicht, dass die Bilder das nicht gut fand. Ja, das glaube ich auch. Okay, hat es auch abgebrochen, glaube ich. Okay. Naja, ich weiß nicht, aber es gab glaube ich auch Leute, die es gut fanden. Es gibt ja jetzt einen zweiten Teil. Ach, gibt's auch schon? Ja, wir versuchen das mal. Um was geht's denn? Um den Salzfahren. Hier geht's um Rainer und Moth und sie machen sich mit dem Rucksack auf an die Southwest Coast, halt diesen Salzpfad halt entlang zu laufen, diesen Küstenweg.
Und mit einem Mal ist ihr Zuhause immer dort, wo sie gerade sind. Und sie begegnen Vorurteilen, Ablehnung, aber auch zugleich viel Liebe und Glück und schöpfen Kraft aus der Natur. Und ja, ich habe mir ja so ein bisschen erhofft, so dieses offene Seegefühl zu bekommen bei dem Roman. Deshalb, ich bin doch etwas gespannt. Aber es ist ja eine wahre Geschichte. Ich glaube, die Autorin ist tatsächlich... Bist du schon wieder alles weiß? Ist, glaube ich, auch diejenige, die es erlebt hat. Ah, so ein Bericht sozusagen. Ich glaube. Ich bin mir... Guck mal vorne vielleicht, aber... Ja, die Autorin ist den kompletten Southwest Coast Pass gelaufen. Und unternimmt sie regelmäßig fern... Also okay, dann ist sie das gelaufen. Ja. Mit ihrem Ehemann. Ja, so ein Bericht sozusagen. Mhm. Ja, oh. Nicht so ein richtiger Bericht. Ja, also ich weiß nicht, wie viel da jetzt auch ich find, das hört sich echt autobiografisch ist. Ja, ja, aber hat wahrscheinlich so autobiografische Züge. Genau, dann, ja. Okay. So, dann hat die liebe Lisa von Gedankenlabor auch Bücher aussortiert und hat mich gefragt. Da kommt sich ja nicht. Nein! Ging nicht. Elena Ferrante. Hatte ich noch beim Schützeljagd-Video in der Hand. Stimmt. Ja, das lügenhafte Leben der Erwachsenen. Habe ich noch nicht gelesen. Ich habe außer der Neapel-Reihe sowieso nichts weiter von ihr gelesen. Muss ich mal dringend machen. Warum macht die Lisa es denn aussortiert? War es etwa nicht gut? Ich habe Lisa gar nicht gemacht. Ich nehme es einfach, Lisa. Egal, was du sagst. Wumpe. Nimm. Das sieht auch... Gut, super aus. Ich weiß gar nicht. Lisa geht da ja. Lisa, hast du das überhaupt gelesen? Stimmt. Da. Guck mal, das Lesebändchen. Da ist ja nichts. Ja, aber es gibt Menschen, die können das exakt wieder so einschlagen. Ja, das traue ich dir zu, Lisa. Da hast du recht. Traue ich dir zu. Um wen geht's hier? Hier geht's um Giovanna. Das ist aber ein Einzelband. Ja, ne? Also ist ein so ein einzelstehender Roman von ihr, ne? Genau, auf jeden Fall. Giovanna, es geht glaube ich hier um so ein Tochter-Vater-Verhältnis. Ich muss mal eben lesen. Giovannas hübsches Gesicht verändert sich, es wird hässlich. Zumindest meint das Giovannas Vater, auch wie nett. Er sagt, sie werde ihrer Tante immer ähnlicher, seiner verhassten Schwester Vittoria, die er immer von Giovanna fernhalten wollte. Und natürlich ist Giovanna am Boden zerstört, aber fühlt sich... Warum nur? Ich weiß auch nicht. Aber fühlt sich ihrer Tante plötzlich magisch zugezogen. Und sie macht sich dann auf die Suche nach ihr und... erfährt Erschütterndes. Ich finde, das hört sich gut an. Ja, ich bin gespannt. Ich muss mal hier was von Frau Ferrante lesen. Ist schon ewig her. Das ist bestimmt gar kein toxisches Buch. Nein. Wie all ihre Bücher so untoxisch sind. Ja, bestimmt nicht. Nichts Toxisches. Nein. Vater, Geschwisterbeziehung toxisch. Da hat sie es mit. Ist ja Bruder, Tante. Hm? Naja, ich bin gespannt. Ich freue mich tierisch, Lisa. Vielen Dank. Wie gesagt, ich hatte es ja noch in der Hand. Ja, schön. Fertig! So, fertig. Ja, ihr Lieben, wir haben mehr oder weniger unsere Vorsätze umgesetzt. Ich habe ja auch ein bisschen gefudelt, ne? Also, was heißt gefudelt? Also, wenn man natürlich die Geschenke mitrechnet. Nee, ich habe jetzt meine Geschenke nicht. Sind es 5 Bücher, aber du hast ja gesagt, die Hälfte dessen, was man gelesen hat. Ja, möchte ich machen. Das heißt ja nicht, dass du das machst. Ja, ich finde es super. Du kannst ja auch die nehmen, die du gelesen hast. Kann man ja auch machen. Ich wollte mir da nur so eine kleine, wenn es mal mehr wird, dass das aber das Maximale ist. Verstehe ich. Nee, finde ich. Ich möchte aber eigentlich lieber die Hälfte haben, ja. Und ich möchte mir gut überlegen, was ich kaufe. Ja, ich finde das total gut. Du animierst auch sehr viele da draußen. Ja, mich animieren ja auch ganz viele. Es haben mir ganz viele geschrieben, dass sie es ähnlich oder schon lange so machen und dass sie gut damit fahren. Zurechtkommen, ne? Genau. Ja, es geht mir ja mehr darum, dass ich versuche, die Bücher wirklich zeitnah lesen zu können. Also es gibt so viele Bücher, die schon viel zu lange liegen. Ja. So, darum geht es mir ein bisschen. Ob ich das wirklich jemals schaffe, weil die anderen bleiben ja auch noch da. Ja, also, ja aber es glauben ganz viele an dich, ich auch. Ja. Es kann nichts, kann ja nicht nach hinten losgehen, sage ich mal. Also kannst ja nur gewinnen. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt so einen Kaufrausch irgendwann mal kriege, dass ich dann 30 Bücher hier auf einmal habe. Also glaube ich nicht. Nein, das glaube ich aber auch nicht. Nee, ich glaube, da bist du weg von. Im Moment bin ich da echt hoffentlich mutiere ich da nicht hin. Die Anja, ich habe das alles der Anja jetzt gegeben. Sehr gut. So, was ist denn bei euch Schönes Neues eingezogen im Januar? Welche Bücher durften denn bei euch jetzt einziehen, frisch zum Jahresbeginn, und konntet ihr euch an eure Vorsätze halten?
Doch, das würde mich auch wahnsinnig interessieren. Oder ist es auch so wie bei mir? Erzählt mal. Ein bisschen eskaliert. Ein bisschen. Und kennt ihr eins der Bücher, die natürlich bei uns eingezogen sind? Habt ihr davon schon eins gelesen? Die ganzen Matt Haig-Sachen natürlich. Habt ihr das Paradies schon gelesen oder zum Paradies? Von Anja Yanagihara. Ja, da muss einer sehr schnell gewesen sein. Da muss einer richtig flott gewesen sein. Oder es vorher schon gehabt haben. Aber schreibt gerne in die Kommentare, da freuen wir uns sehr und sind sehr gespannt auch zu den Meinungen zu den anderen Büchern. Genau. Genau. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.